Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, jetzt war kurz der Frosch mal, tut mir leid. Genau, wir waren das letzte Mal, haben das letzte Mal unsere ersten Fürstenseele geholt und haben ja noch diese feurige Glut, die will ich jetzt mal unserem Schmied bringen. Mal gucken, was wir daraus machen können. Oh, okay. Ja, okay. Das ist jetzt irgendwie unerwartet, möchte ich mal sagen. Tom, was machen wir noch? Gut, macht nichts. Wir kennen ja noch zwei Schmiede. Und da schauen wir doch gleich mal vorbei. Das heißt, wir gehen erstmal zum Feuerbahnschrein. So, und schauen mal bei unserem eingekerkerten Freund unten in der Nähe von Neulondo vorbei. Vielleicht kann der uns ja weiterhelfen. Genau, und was wollen wir denn dann machen? Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, welchen bösartigen Gegner wir dann als nächstes aufs Korn nehmen wollen. Da wären noch Seath und Nito und natürlich die vier Könige. Bin jetzt echt ein bisschen am Überlegen, weil, naja, wen wollen wir denn nehmen? Das ist, finde ich gerade ein bisschen tricky, weil eigentlich alle, Nito würde ich mir zum Beispiel gern bis zum Schluss aufheben. Komm, weil wir können. Hey. Okay, gucken wir mal. Hang on. Is that an emblem? Oh, I'm sorry. We at Vinheim don't deal in shoddy embers like that. Natürlich. Perhaps you should try an old smith out in the country. Okay. Wir kennen ja noch einen, macht nichts. Alter. Gut, wir haben ja noch den Blitzschmied. Gehen wir mal zu dem. Bestimmt so eine Art. Oh ne, hier wollte ich gar nicht hin. Drachental ist im Moment, glaube ich, obwohl, könnte man eigentlich mal lang gehen. Ich weiß nicht, ob wir da was finden, was wir wollen. Oder was wir da machen können. Ja, komm, ne? Einfach weil wir können, ne? Drachental, wo ging's denn da hin? Können wir eigentlich mal auskundschaften? Dann ja. Ich wollte noch mal eben gucken, die Großaxt. Mal gucken, wie wir die skillen können. Muss man da mal schauen. Wir haben noch 14.000 Seelen, die können wir rausballern. Für ein Level reichen sie eh nicht. Und sonst, ja. Genau, und wir sind ja auch gerade irgendwie ein bisschen dabei, auf Decks zu skillen. Deswegen würde ich auch glatt mal ein bisschen mehr in Deckswaffen investieren. Also ein Schwerter, die nicht ganz so klobig sind, würde ich mal sagen. So, der eine in Anor-Londo ist ja auch noch da. Tochter des Chaos, Kammer der Prinzessin. Ich glaube, da ist am günstigsten. Kammer der Prinzessin. Ich glaube, von da aus kommen wir am schnellsten dorthin. Sollte eigentlich, ich glaube schon. Zauberglut hatten wir schon gefunden, ne? Ich glaube ja. Ja. Ah, hat ein bisschen Fallschaden gegeben, macht aber nichts. So, hier sollten ja keine Gegner mehr sein. Ihr erinnert euch, hier waren unsere zwei Freunde. Der Henker und der Drachentöter.
Ja, gelobt sei die Sonne. Das kennen wir schon. So, da gehen wir mal ganz vorsichtig drauf hin. Na? Gar kein Zauberbeschleuniger mehr ausgerüstet. Das ist schlecht hier, Dämonenbeschleuniger. So. Gucken wir mal, machen wir mal. So. Gut. Der ging schnell, das freut mich. So, und jetzt müssen wir mal hier rechts hoch und uns mit dem einen Dunkelritter anlegen. Der da auf uns schießt. Ach, der trifft uns nicht. Sehr schöne Sache. Gut, na das ging leicht. Oh, Drachentöterpfeil, sehr schön. Können wir zwar eh nicht. Ah! Oh Gott, verdammt, wo kam der denn her? Verdammt! Der hat mich jetzt echt ein bisschen geschockt, Leute. Das war. Das kam unerwartet. So. Ich muss sagen, die Zauberwaffe hat jetzt ziemlich lang gehalten. Das ist schon irgendwie Schicksal, dass ich das genau in dem Moment sagen wollte, als die Zauberwaffe erloschen ist. Aber gut. So. Hallo, Frohtrikan. Strom, ich glaube, der nimmt gar keine Glut. Das ist schön. So, Ausrüstung umwandeln. Kann ich. Ach, hier brauche ich Seele. Seele des Mannes. Seele Wendelin. Okay. Ah ja. Oha, damit können wir die ja richtig aufbauen. Mannesbeschleuniger und Finstermond Zinnbeschleuniger. Okay. Ja. Grüne Scherbe, Funkeltitanit. Großachs des Drachenkönigs. Wow. Ich habe Drachensteine zwei Stück. Wo haben wir die denn her? Die Großachs braucht kleine Scherben, das ist gut. Auch ein Silveritenschilder, die auch kein Schwein braucht. Da nicht schon mal eins ausgebaut? Nee. Ah ja. Das Drachenwappenschild haben wir ausgebaut gehabt. Drachentöter Großbogen, auch funkelt die dann. Aber ich glaube, das können wir uns auch sparen. Langbogen, Kurzbogen, der Blitzspeer, graue Brocken. Kultekeule, weißer Brocken. Okay. Riesenkeule auch, kleine Scherben. Okay, aber ich glaube, wir bauen erstmal die Großaxt aus. Das macht, glaube ich, im Moment am meisten. Aber wem soll ich denn die Blut geben? Ich bin echt gerade ein bisschen. Ah, der Wirte. Der hat uns jetzt gesehen. Das wäre ungünstig. Moment, hier, Glut, hier, Flammenglut, zur Waffenveredelung erforderliche Glut, zur Waffenumwandlung erforderliche Glut, Flammenglut für Rituale Neulondus, kann nur von mit alten Methoden vertrauten Schmieden bearbeitet werden, wandelt Feuerwaffen plus 5 um und ermöglicht Verstärkung auf plus 10, die mächtigste Stufe für Feuerwaffen. Ja, kann nur von mit alten Methoden vertrauten Schmieden bearbeitet werden. Gott, das heißt, wir brauchen einen alten Schmied. Wo finden wir denn den? Einen alten Schmied. Der hier ist doch alt, oder? Kann ich dem was nicht geben? Das fände ich jetzt nämlich schon ein bisschen doof. Aber guck mal, der verkauft große Scherben, das ist gut. Und grüne Scherben, das ist auch sehr gut. Funkelt die denn? Ah, aber davon hat er bloß eins. Ach, seht ihr, der hat bloß bestimmte Mengen von dem Zeug. Das ist doof. Riesenhellebarde und der Riesenschild, ich glaube, die braucht man nicht. Mondlichtpfeil?
Elektronisch letztgeborener, verbunden. Magieschaden. Na gut. Naja, gut, brauchen wir jetzt alles nicht. Naja. Verdammt! Wem können wir das denn dann geben? Wollte ich hier hoch? Ja. Hey, guck mal, hier ist jemand gestorben. Na los, komm. Autsch, das war anders geplant. Das ging doch schnell. Ich überlege, wie lange wir früher ob das mal an den Typen gehangen sind. Da geht das doch jetzt richtig zackig. Wir haben schon wieder 21.000 Seelen. Dadurch, dass wir die Glut jetzt eh nicht benutzen können, könnten wir eigentlich mal wieder ein bisschen leveln. Ich glaube, das macht dann doch mehr Sinn. Aber das wird sich letztendlich erst zeigen. Denke ich mal. Muss man da mal gucken. So, ich bin immer noch am überlegen. Ich glaube, die klügste Wahl jetzt fürs Erste wäre erstmal Thieves. Oder das ist so die Wahl, die ich jetzt einschlagen würde. Ein Nito, mit dem will ich mich echt noch nicht anlegen. Und Neulondo, da verfolge ich mich auch noch ein bisschen. Ja, müssen wir da mal gucken. So, erstmal, oh, brauchen wir noch 3000. Wir haben ja noch Zeug hier, so. Na, hier, stolzer Krieger, nutzen. 3000, perfekt. Aufsteigen. Stärke, Beweglichkeit, nehmen wir einen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich glaube, nee, Intelligenz macht nicht viel Sinn. Oh, Beweglichkeit. Komm, wir nehmen Beweglichkeit. Bin mir nämlich wirklich sicher, dass wir zu wenig auf Beweglichkeit geskillt haben. So, für den Spielstil, den ich eigentlich anstrebe, jetzt im Moment. Weil, naja gut, die Zauber haben sich ja jetzt nur nicht als so Wahnsinn rausgestellt. Deswegen, naja. Gut, wenn wir Seath besiegen wollen, brauchen wir auf jeden Fall magische Verbesserung. Analondo. Sonnenlichtaltar. Ne, Analondo. Doch, das ist Chaos. Achso, klar. Da wo wir gerade sind, da steht ja gar nicht drin. Könnten auch erstmal Analondo dann zurück und zu dem einen Typen, der schwarze Feuerbomben verkauft. Ich glaube, das würde Sinn machen, ja. Dann machen wir das mal so. Dann gehen wir jetzt nämlich erstmal wieder in Sands fest. Jetzt reden wir noch schnell mal mit ihr. Okay, das. Keine Feuerhüterin Seele, okay. Genau, dann gehen wir jetzt nämlich erstmal in Sands Feste. Und holen uns dort. Holen uns dort noch eben ein paar schwarze Feuerbomben. Dafür brauche ich aber Seelen. Moment, ich besorge mal schnell kurz welche. Wie jetzt? Der hat gar keinen Schaden gemacht. Ja, komm mal her. Naja, vielleicht ist das mit Schild doch ein bisschen besser im Moment.
Das ging schnell. Fällt mir. Das war eigentlich auch anders geplant, aber macht nichts. Sehr schön. Passt. Schwarze Feuerbomben sind nämlich... Was heißt nicht billig? Die kosten halt ein bisschen was, ne? Dann komm mal rein hier. So. Ja, das passt schon. Okay. So, Freundchen. Nee, so war das nicht geplant. Das ist gut. So. Schon haben wir wieder 4500 Seelen. Das ist schön. Das geht schnell so. Optimal. Hallo. Bin mir echt ein bisschen unschlüssig, was die darstellen sollen. Dämonen oder sowas? Weil die sind so weiß und gehen auch in so einem glühenden Leuchten unter. Was man fast meinen könnte, das sind so, ich will nicht sagen Engel, aber so vielleicht die guten Geisteswesen. Also was heißt die guten? Ich meine, sie helfen uns ja auch. Andererseits greifen sie uns von anderen Seelen an. Ja, ist ein bisschen, ich weiß nicht so recht, was die sehen sollen. Aber ich glaube, spielt auch keine große Rolle. Von daher übergeben wir das einfach mal. Sens Festung, perfekt, hier wollte ich ja. Und dann wollten wir nämlich, ja, ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, wo wir hin müssen. Oder wo wir lang müssen, sagen wir es so. Ach, guck mal, der Turm, den kennen wir. Da haben wir mal eine Glocke geläutet. Ich habe übrigens privat nochmal mit dem Spiel angefangen, einfach weil mir langweilig war. Und habe da mal direkt auf Dex geskillt. Und es war echt erstaunlich. Ich bin zu den Gargoyles gekommen, habe die umgebracht, ohne einmal zu sterben. Also man merkt wirklich, man wird besser in dem Spiel. Guck mal her. Hm? So, der ist schnell gestorben. Oh ja. Das ist der Schwachmart wieder. Oh, der Große ist auch wieder da unten. Guck mal, wo wir jetzt lang gehen. Irgendwo müssen wir nämlich... Bin echt gerade ein bisschen unsicher, wo wir dann weiterkommen oder wo wir dann hin müssen zu dem Typen. Ah, ich glaube, wir müssten genau dort rüber springen. Wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir mal, wie wir jetzt zum Balder-Gegner verarbeiten. Ja, ziemlich einfach. Das muss man sagen. So, ich hoffe jetzt, dass ich nicht da runterfall. Das wäre schon mächtig und cool. Passt. So, und hier steht unser anderer Freund. Ist er geschlafen? What is it? Still something you need, eh? Anything at all? Ja. Gegenstand kaufen. Schwarze Feuerbomben. 500, das Stück ist schon teuer. Der hat auch noch ein paar Scherben. Ein paar große und grüne. Das war auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Walderschild, Großaxt, Großschwert. Ich glaube, hier hatten wir gerade bei dem das Großschwert gekauft. Weiß gerade nicht mehr. Aber würde naheliegen. Was hat er noch so? Ach, die Katharina-Rüstung. Ne? Stahlhelm, Stahlrüstung, Stahlstulpen, Stahlgamaschen. Ist alles nicht so, glaube ich. Balderhelm, Balderrüstung, Balderstulpen, Baldergamaschen. Coole Sache. Den Balderhelm haben wir noch gar nicht. Sonst haben wir eigentlich alles. Ja, aber die wiegt zu viel. Donnersteinplattenring, Zaubersteinplattenring, ich glaube, da haben wir auch einen und den Feuerstahlplattenring. Schöne Sache. Ach so, ja, ich wollte ja. Tut mir leid, Leute, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. So, nehmen wir mal F-Stück mit.
Ich hoffe mal einfach, dass das gegen die Eva reicht. Da geht's runter. Ach, da waren wir schon. Okay. Das war anders geplant. Jetzt will ich rollen. Das war ein Backstep, den wir leider nicht sehen konnten. Tut mir leid, Leute. Ich hätte es auch mal einfacher machen können. Fällt mir gerade ein. Ja, wartet mal, hier ist doch auch irgendwo ein Leuchtfeuer in der Nähe. Soweit ich mich erinnern kann. Wir mussten doch eigentlich nur da hoch, genau. Genau darüber. Hier hoch und hier runter springen. So ungefähr war das doch. Ja, sehr schön. So, von hier aus teleportieren nach Anor-Londo. Ja, bitte. So. Und damit wären unsere Vorbereitungen für die zwei Eber da hinten, an denen wir schon mal gescheitert sind, abgeschlossen, würde ich sagen. Und das heißt, beende die Folge an dieser Stelle. Okay, es ist nicht viel passiert, aber wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Das muss ja schließlich auch mal sein. Und ich habe ein bisschen blöd dahergelabert. Das muss auf jeden Fall sein, hin und wieder mal. Genau. Und ja, genau, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zumindest ein bisschen. Genau, und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Wenn es heißt Let's Play Dark Souls. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß, einen schönen Abend, Tag oder Woche oder was auch immer, wann ihr die Folge auch seht. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.